Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever hier bei mir auf dem Kanal. Ja, wir waren ja in der letzten Folge dabei am Überlegen, wie wir am besten jetzt die Waren von hier nach hier bekommen. Allerdings war das noch recht teuer und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil teuer. Weil wegen teuer, teuer, teuer. Was haben wir denn noch so? Was hätten wir denn hier alles? Ach Gottchen. Schwierig. Die liegen aber auch echt doof, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Die liegen richtig blöd. Das liegt alles so kacke. Alter, können wir später erst richtig was machen, wenn wir dann wirklich richtig mit Bahn das alles anbinden, weil vorher lohnt sich das nicht. Hier haben wir Rohöl. Wo soll das denn hin? Da. Klar, natürlich. Oh Mann, ey. Schwierig. Echt schwierig. Nächstes, was wir vielleicht machen können, wäre vielleicht eine Zugstrecke mal hier runterbauen, dass wir hier Hofwacht mal anbinden. An den Zug. Das wird allerdings schwierig. Ja, das wird complicated. Das wird very complicated. Das Einzige, was wir mal eben kurz machen, wir könnten hier mal die Gleise. Nee. Nee. Dampf, geh weg. Geh weg. Dass wir hier die Gleise vielleicht mal so, dass wir die hier zusammenziehen. Dass wir hier quasi eine Trasse haben. Und nicht, weil es ist natürlich auch wesentlich günstiger für uns, wenn wir das hier so langlaufen lassen. Also bündig zu denen. Und dann ziehen wir die bis hier vorne hin. Schon mal. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Weil, wie ich schon mal in einer Folge erwähnt, wird die Stadt jetzt daran gehindert, hier weiter auszubauen. Das hätten wir hier drüben auch machen sollen. Ehrlich gesagt, hier hätten wir das auch machen sollen. Weil ich weiß nämlich noch, dass die Straße nur irgendwie bis hierhin oder so ging. Jetzt haben wir hier ein Problem. Haben wir ein Riesenproblem. Shit. Ja, das ist echt blöd. Very terrible. Very terrible, meine Freunde. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Der macht zwar noch mieser, aber gut. Also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. Ganz wichtig, Kohle. Was mit den Kohlen? Ganz wichtig. Weil man könnte dann nämlich schon mal hier ein Gleis nehmen und dann halt hier rüberlegen, dass wir halt dahin kommen. Und so weiter und so weiter. Ne, das könnte man halt machen und ein Gleis vielleicht legen und dann hierhin. Nach Kuhsdorf oder so ähnlich. Das könnte man mal machen. Was kostet denn der Spaß? Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Gleis hier mal nehmen und mal hier rüberlegen. Okay. Das ist natürlich scheiße teuer, ne? Okay. Oh, na, erstmal nicht. Aber das wäre möglich. Gut. Gut zu wissen, dass das schon mal möglich wäre. Ja, wie gesagt, hier haben wir jetzt ein Problem. Das gefällt mir nicht. Wobei ich dann wirklich dazu geneigt bin, hier zu sagen, ja, dann tschüss, ne? So. Das Abriss bestätigen kann weg. Tut mir leid, Leute, aber ihr nervt. Nein, ihr nervt nicht, aber seht ihr, wie schnell die sind? Wie schnell die sind mit... Hallo? Mit Straße bauen hier?
Dann ziehen wir das Gleis mal hier so rum. Das Gleis ziehen wir mal mit hier hin. Und das Gleis auch. So. Dann habt ihr jetzt natürlich ein kleines Problem, weil ihr müsst jetzt erstmal gucken, dass ihr damit irgendwie jetzt mit der Straße hier klarkommt. Aber wir nehmen mal kurz hier unser Pinsel. Und machen das hier mal eben schick wieder. So. Oh. What? Was? Kaum noch Geld. Was? Haben wir hier 408k. Und die macht jetzt auch Gewinn. Das ist natürlich super. Bus, das braucht. Irgendwie brauchen die Busse echt verdammt lange, um Gewinn abzuwerfen. Ja, da müssen wir gucken. City Express 2 würden wir auch hochkriegen. Und ich denke mal, das würden wir schaffen, indem wir natürlich erstmal einen Kredit aufnehmen. So. Ich glaube, bis 30 Millionen können wir gehen. Und dann würde ich nämlich sagen, bauen wir hier auch noch ein Ausweichgleis hin. Dass wir hier vielleicht auch noch zwei Züge laufen lassen. Ich weiß nicht, es bringt wahrscheinlich nicht viel, weil hier warten, wenn wir ehrlich sind, 10 Passagiere. Es lohnt nicht. Ach, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil dann haben wir wieder die doppelten Kosten. Wie viel hast du denn jetzt drin? 23 von 55. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier wirklich mal einen Depot reinkriegen. Ich weiß, dass das Depot heißt. So, ein Depot. Ein Depot. Und zwar so, dass wirklich... Ich würde das am liebsten hier hinbauen, ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Ich würde das am liebsten hier hinbauen. Dann ist nämlich echt fast alles komplett abgedeckt. Dann sind zwar vier Gebäude weg, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. So. Weil dann würde ich jetzt nämlich sagen, ein Depot haben wir hier sogar. Das heißt, es wäre einfacher, das hier zu nehmen. Dann schicken wir die LKWs von hier los, ist kürzer. Und dann würde ich nämlich glatt sagen, dass wir jetzt eine neue Linie erstellen. Und zwar von hier nach hier. Und das Ganze nennen wir Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Mengerskirchen. Eieieiei. Nahrungsmittel Mengerskirchen. Zack. Düt, düt. Und wir kriegen neue Postbus. Nice. So, Nahrungsmittel Mengerskirchen. Das heißt, wir holen uns wieder ein paar Straßenfahrzeuge. Güter. Dann nehmen wir die, oder? Ja, nehmen wir die. Und die transportieren Lebensmittel. Und da kaufen wir auch 6, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. 7, 8. Nahrungsmittel. So. Weil die wird wahrscheinlich schon fast anfangen rumzustänkern. Na, 60 geht noch. Problem ist, die stänkert dann nämlich irgendwann rum und sagt, ich produziere nicht mehr. Das heißt, wenn die dann nämlich keinen Abnehmer hat, hier wird immer fleißig produziert. Produziert dann aber auch nicht mehr, weil der nichts mehr abnimmt. Was ist denn hier für eine Karawane? Achso, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier für eine Karawane? Die Karawane zieht weiter. Mengerskirchen hat Hunger. Whatever. So, ja. Hier ist City Express 2. Da müssen wir mal gucken, dass wir da noch irgendwas machen. 130 Sekunden, das geht sogar. Das ist okay. Der Bus. Sorgenkind-Bus. Sorgenkind-Bus. So, oh, was ist da oben los? Nice. Guckt mal, Leute, was hier los ist. Hier warten jetzt schon 34. Das wird sich fast lohnen. Fast. Wohlgemerkt, fast. Hm.
So, das heißt, ja. Wir probieren das erstmal mit den Nahrungsmitteln, wie das hier so ankommt. Weil die brauchen nämlich Nahrungsmittel. Ja. Schlecht. Bevölkerung, das ist gut. Nahrungsmittel schlecht, Werkzeuge und Rohstoffe brauchen die auch irgendwann mal. Kriegen sie. So, jetzt seht ihr, jetzt haben sie hier nämlich schon angefangen, Brote rauszulegen. Für die kleinen Süßen hier. Das ist super. Das bedeutet, die Brote werden abgeholt und nach Mengerskirchen gebracht. Und dann ist das schon mal schick. So, das wäre das. Dann müssen wir ja wirklich mal gucken, dass wir so langsam hier mal so ein paar Sachen zusammenkriegen. Du brauchst Holz. Holz hätten wir, also, ne? Bretter. Bretter können wir hier herstellen lassen. Holz wäre da. Da würde ich fast schon sagen, Güterzüge. Ganz ehrlich. Wo war jetzt hier die Fabrik? Da ist er. Da würde ich echt schon fast sagen, Güterzug, weil, was wird's denn da jetzt, ne? Dass man da vielleicht irgendwie sagt, okay, Einzug. Das hier würde sich schon für einen Zug rentieren. Hier würde ich LKWs nutzen. Und dann würde ich hierfür vielleicht sogar sagen, das ist, kann man auch mit LKWs machen. Ehrlich gesagt. Leute, schaut's euch an. Nice. Es braucht Zeit. Es braucht alles Zeit. Du, du, du. 26 Leute wollen da schon hin. Nice, nice, nice. Ach, ihr seid aber. Seid ihr auch endlich mal angekommen, ja? Schön. Sehr gut. Man könnte es natürlich auch mit dem Zug machen. Da könnte man mal gucken, dass man da vielleicht dann irgendwie, wo ist denn The Industry? Achso, nee, ist ja Gewerbe, Geschäftsgebäude. Ja, das ist schwierig. Ja, sollen wir das hier mal verbinden? Bei dieser Berg hier, ne? Der macht mir ja doch schon ein bisschen zu schaffen. Dass man dann hier irgendwie mit dem Zug langkommt. Herr von Bödefeld. Ich will hier aber einen Kopfbahnhof machen und. Ja, nehmen wir mal 4 Gleise. Ist ich besser. Ja, ne? So. Schön hier ran. Damit immer teurer. Umso näher wir hier rankommen, umso günstiger wird's. Also, setzen wir ihn da mal hin. Und dann würde ich sagen, nehmen wir ein Gleis. Ach nee, hier setzen wir dann einen Durchgangsbahnhof hin. Güter, ein Güterdurchgangsbahnhof. Der kommt aber leider nicht mehr dran. Das heißt, wir müssten da nochmal eine Straße bauen. Mittlere Landstraße. Würde ich sagen, machen wir mal, ne? So, das sollte passen. Theoretisch. Und dann kann hier der... Shit. Blöd. Wieso kann der den jetzt nicht erreichen? Daher wird er ihn erreichen. Das ist aber doof. Das ist jetzt very blöd. Das ist very, very blöd. Was ist hier? Wenn wir den hier hinbauen. Warum erreicht er den denn da nicht? Kann mir das mal bitte einer erklären? Ach, schwierig. Hier wird er ihn auch erreichen. Dann bauen wir noch dahin.
Nein, nur 240. Hier wird er ihn auch erreichen. Da schon nicht mehr. Da aber. Dann machen wir lieber 160. Zwei Gleise rein. Ah, machen das mal lieber vier machen. Das wird gehen. Okay, dann machen wir das so. Wenn das geht, machen wir das natürlich so. Ist ja klar. So, das heißt, wir müssen mal eben Schienen. Nee, kein Tunnel. Können wir ein bisschen höher? Nee, können wir nicht. Okay. Aber ich möchte da keinen Tunnel haben. Das heißt, ich würde dann lieber so. Ja. Und dann halt hier gucken, dass wir hier die Kurve kriegen. So. Ja, ungefähr. Und dann halt hier runter zum Bahnhof. So. Schön immer anpassen lassen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr schön aus. Da scheinen wir ja gut hinzukommen. Und zwar so. Ja, ich weiß, ich sollte auch auf die Geschwindigkeit achten, dass das ungefähr hinkommt. Aber ganz ehrlich. Nee, keine Brücke. Ich möchte keine Brücke haben. Warum? Ja gut, komm. Dann müssen wir hier wohl eine Brücke bauen. Ja, bleibt uns ja wohl nichts anderes, wa? Shit. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, egal. Sieht auch nicht schlecht aus. Hat doch was. Steigung zu groß? Verarschen? So umgeht's. Merkwürdig. So, damit hätten wir das schon mal. Und das Depot würde ich dann fast sagen, schließen wir. Wo schließen wir denn das Depot an? Könnte man theoretisch hier irgendwie mit. Oder auch nicht. Jo. Hier eventuell. Hier so eventuell das Depot dran, ja, ne? Ich glaube, das sollte funktionieren. Depot. Ja, sieht doch gut aus. Ja, okay, kann man machen. So, dann könnte man dann demnächst nämlich noch irgendwann mal ein zweites Gleis irgendwie zulegen. Mal gucken. So, damit hätten wir das schon mal. Wenigstens das. Wie sieht's aus? Jawohl! Nice! Nice, nice, nice. Geil! Guck mal hier, City Express macht fast 1 Million Umsatz. Jawohl! So läuft das. So muss das laufen. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich wirklich hier ein Umgehungsgleis legen. Dass wir hier vielleicht 2 drauf kriegen. 35. Ja, cool, ey. Wie viel waren denn hier? 31? Alter. What? Was haben wir denn hier für eine Taktung? Wir haben hier 89 Sekunden. Was haben die? 5. Was hat denn der Postbus? Lass mal gucken. Was kann denn der Postbus? Passagiere. 8. Kostet natürlich auch dementsprechend wesentlich mehr. Ach, hier haben wir auch die Dinger genommen, ne? Heieieiei. Ja. Blöd. Details.
Automatisch Fahrzeug. Kann man das hier irgendwie... Kann man das hier nicht anwählen? Erst Fahrzeug. Achso, da. Automatischer Fahrzeugersatz. Ja, nee, ich... ja... Vielleicht sollten wir einfach mal sagen, alle ins Depot verkaufen, einen Postbus nehmen, wa? Ne? Komm. Lass die Leute raus. Ach komm, kümmern wir uns irgendwann mal drum. Demnächst. Jetzt nicht. Jetzt machen wir... Eieiei. Jetzt machen wir wieder eine Aufnahmepause. Schon wieder so viel Zeit vergangen. Wahnsinn. Wie sieht es hier aus mit Nahrungsmitteln? Habt ihr schon welche bekommen? Jawoll. Schön. Geil. Wir haben mehr Einkaufsmöglichkeiten als Bevölkerung. Das ist schon mal sehr gut. Aber ihr seht, die Bevölkerung ist gewachsen. Und somit kriegen wir die Städte ans Laufen. Somit bekommen wir die Städte ans Laufen und das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Wie sieht's hier aus, mein Freund? Keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant, aber er hat sich schon vergrößert. Er hat eine Obergrenze von 200 und hier sollten wir dann gucken, dass wir dann eventuell Züge verkehren lassen. Vielleicht sollten wir hier echt Züge verkehren lassen. Ja, das, wir machen das auf jeden Fall. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Bis jetzt, finde ich, sieht es wirklich ganz gut aus. So, ihr kleinen, lieben Leute, ihr. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen hoch da. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Und wie in der letzten Folge gesagt, falls ihr Tipps und Tricks habt, gerne in die Kommentare damit Mod-Vorstellungen oder wenn ihr meint, die Mod ist geil, schreibt es in die Kommentare. Ich gucke es mir liebend gerne an und wenn ich sie auch total geil finde und nützlich finde, werde ich sie wahrscheinlich dann auch nutzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Macht's gut, bis dann. Tschüss.